Guten Abend zu einem neuen Opening hier auf unserem Kanal. Wahrscheinlich morgen oder Mittag. Man weiß es nicht ganz genau, wann es hochgeladen aber wird. Aber Hauptsache guten Abend. Genau, guten Abend, Leute. Wir machen heute wieder Pay the Box. Und zwar spielen wir heute mit der guten Gortrom-Tinbox, mit der Intellion-Tinbox und mit der Liberlo-Tinbox. Nicht so schnell, ich komme nicht hinterher. Ja, dann machen wir noch mit der Gortrom-Tinbox, mit der Intellion-Tinbox und der Liberlo-Tinbox. Leute, diese drei schönen, tollen Tinboxen von den Startern. Ja, ich finde die Designs echt schöne Promos haben, muss ich sagen. Vor allem finde ich geil, dass sie jetzt nicht das Vieh, was hier auf der Karte drauf ist, auch auf die Box geprintet haben, sondern die Vorentwicklung. Das ist mega cool. Das stimmt. Da hast du quasi zwei Pokémon noch dabei. Also richtig nice, Leute. Die Tinboxen könnt ihr, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch bei uns im Online-Shop kaufen. Ja, wir müssen mal wieder mit der Werbekeule schwingen. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Wie gesagt, der Online-Shop 19,99. Genau, im Angebot. Die kosten normalerweise 23,99 im normalen Handel. Also wenn ihr zu GameStop gehen wollt oder sowas, müssten die so viel kosten. Und ja, wenn ihr Bock habt, die zu kaufen, macht das ja sehr gerne. Und wir wollen, wie gesagt, den Boxpreis mit den Shoppreisen von uns erspielen. Und wir haben hier, wie gesagt, drei wunderschöne Tinboxen. Die kosten dann zusammen 59,97 €. Und wir haben insgesamt für jede Promokarte 5,49 €. Das heißt, wenn Interesse besteht, nur die Promokarte zu kaufen, könnt ihr das auch super gerne auf unserem Store Place machen. Und dazu müsst ihr nicht mal rausgehen. Genau, dafür müsst ihr, das könnt ihr ganz bequem von zu Hause machen. Ich enttüte schon mal die Tipps. Genau. Und zwar haben wir dann jetzt gerade noch einen Endstand, beziehungsweise einen einzuspielenden Stand bei 12 Boostern von 43,50 €. Meinst du, das schaffen wir? Mhm. Vor allem bin ich jetzt mal gespannt, was für Booster hier dran sind. Das ist wieder aus so einem Tin-Display die Booster geholt, ne? Sun and Moon. Genau, das war jetzt aus der Intellion-Tin-Box, genau, ne? Leg die jetzt. Die Liberlo-Tin war ja prädestiniert für Evolution-Packs und Sonne und Mond wahrscheinlich. Sad, sad, sad. Hier haben wir nochmal die Promos, die zeigen wir euch gleich nochmal zusammen. Die Online-Codes könnte man auch nochmal mit einem Euro pro Stück rechnen. Das heißt, wenn wir die nochmal runterrechnen, wären wir bei 40,50 €, die wir noch einspielen müssten. Und nehmen wir eigentlich auch die leeren. Ihr könnt übrigens auch die leeren Tinboxen kaufen, weil sehr oft Leute nach den leeren Tinboxen gefragt haben. Nehmen wir die auch noch mit rein? Eigentlich ja, ne? Können wir machen, ja. Was heißt ja Pay the Box? Das heißt, die leeren Tinboxen haben wir für 3,49 € drin, wenn ihr Bock habt, die zu kaufen. Ja, wir schwingen gerade ein bisschen die Werbekeule, wir wissen das, Leute. Aber darum geht es ja in dem Format im Endeffekt. Das heißt, wenn wir die Tinboxen abziehen, mal 3, hätten wir noch 30,03 € einzuspielen. Entschuldigung, ey. So, wir hätten Sonne und Mond. Ja, tatsächlich, überall Sonne und Mond, kein einziges Mal Evolution. Jetzt. Im Livestream hatten wir Evolution drin gehabt. Das stimmt, hier in der Tat. Leider nicht, aber... Codes hast du rausgerückt oder hast du die weggelegt? Die Codes habe ich weggelegt. Okay. Aber die gehen natürlich auch. So, und dann würde ich sagen, Dennis, hauen wir mal raus, ne? Was hier wird hier schön dabei kommt, dass hier immer Packs aufgemacht werden. Sonne, Mond. Machen wir das jetzt Tinweise, würde ich sagen. Okay. Ja. Dann lege ich die zwei schon mal. Schauen einfach mal. Dann können wir mal so einen kleinen Zwischenstand machen. Sonne, Mond. Ich mache jetzt auch mal wieder Sonne, Mond auf hier. Viel Spaß mit dem Code. Gönnst du? Ich gönne den Code, ja, weil ich glaube, der Code geht wahrscheinlich keine 10 Cent mehr oder so. Aber wir haben den Pokéfänger. Einen guten Granbull. Sedimantur. Schönes Ding. Stubbull. Kadivana. Ein Zubat. Robal. Togedemaru. Pokéball. Und Dennis. Die Sandburg. Oh, das wär's jetzt, Leute. Aus diesem ganzen Wahnsinn einfach entfliehen, am Strand liegen. Einfach nur chillen, so Sonnenbrand kriegen des Todes. Und deswegen dann den ganzen Tag nur zu Hause sein. Also du hast nichts gezogen. Ich habe nichts in den Pack gezogen. Du hast leider nichts eingespielt, schade. Nope. Müssen wir jetzt hier mit dem... Im Wandel ist es übrigens, Leute. Wir haben jetzt Zwielicht, Schallquarf, Plinfa. Hier kannst du dir aufheben. Oh, sehr schön, danke schön. Ponita, wir haben hier einen Vibrava und unser Hit ist ein Inselwanderschaftsabzeichen in Secret Rare. Wow, nice. Das ist eine richtig schöne Karte auch, ne? Ja. Leute, die Karte kostet dann über unseren Shop 11,99 € und das heißt, wir hätten nur noch 18,04 €. Und das ist doch schon mal ein ganz guter Wert, oder? Alles okay? Für komplett alle drei oder nur für die? Komplett alle drei. Leute, wenn mein Taschenrechner, wir werden es ja nachher im Edit noch sehen, oha, nicht spinnt, dann sind wir gut dabei auf jeden Fall. Die Pinboxen sind auf jeden Fall echt nice. Wir waren vorhin noch am Überlegen, sollen wir davon nochmal welche kaufen oder nicht? Wir schauen mal, wie schnell die weg sein sollten. Gucken wir mal. So, hier, Schwert und Schild, da können wir auf jeden Fall noch einiges rausholen. Also meine Reaktion war eben nur geflasht sein. Sehr gut. Rihorn, Ricochilla. Ein gutes Lampi. Kommandutan, auch eine gute Karte. Die haben wir so zwar nicht im Shop, aber... Card Market geht ja auch ein bisschen was.
Und im Grunde Dion genommen vergleichbar mit dem Holo-Preis. Mit der Holo-Karte. Die Holo-Karte kostet 2,99 bei uns. Ich sag mal, wir nehmen jetzt mal 1,99, weil es halt die Reverse Ray ist. Spielbare Karte wegen der Fähigkeit. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte aus deiner Hand gegen die oberste Karte deines Decks tauschen. Wenn du zum Beispiel kontrollieren kannst, welche Karte ganz oben liegt. Sehr gutes Ding. Das heißt 1,99, 16,05 noch, Dennis. Das ist machbar. Es läuft, würde ich sagen. Ne? Und wir haben bis jetzt nur eine Tin aufgemacht. Supertrunk, nicht Hypertrunk. Team Rüpel Yell. Team Rüpel Yell. Hopplo. Ein Kleptifox, ein Lumpy Dicta, Waumball und Infernopod. Leider. Aber für eine Tinbox sehr gut. Nix. Muss man sagen. Da würde ich sagen, gehen wir auf den. Bortrom. Gehen wir auf den Trommler und schauen mal, was Sonne, Mond hier Lunala für uns bereithält. Mal wieder eine schöne Vorlage oder so, wäre nice, ne? Du hattest ja aus den allerersten Tinboxen, die wir aufgemacht hatten, eine Rainbow gezogen tatsächlich. Ja, Heathlaw Rainbow war das sogar. Nee, das war. Na, Lapras. Lapras. Die ist allerdings schon. Die ist schon wieder weitergezogen. Die ist nicht mehr bei uns im Bein. Der Robball. Ist schon weg. Die ist schon weg. Die wurde schon gekauft. Mangunior. Ich krieg gar nicht mit, was alles wegkommt. Knirfig und. Das ist wirklich die schlechteste Rare. Was mir übrigens gerade noch einfällt, Leute, wir haben schon tatsächlich hier zwei Fanpostbriefe bzw. Zuschauerpostbriefe von euch bekommen. Das ist im Moment, beziehungsweise wir haben jetzt Postfach, die Adresse ist immer in der Kanalinfo drin. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da werden wir Videos machen. Ihr könnt gerne auch Pakete schicken. Do it! Sehr gerne. Das wurde ja auch tatsächlich öfters mal gefragt. Hey, kann man euch was schicken? Bonita, Seemops und ein Galagladi. Sehr schön. Ich würde sagen, die alten Holokarten, da machen wir immer so einen Euro. Ja. Wir wissen nicht, ob wir die in den Shop einstellen. Aber wenn wir sie in den Shop einstellen würden, dann wahrscheinlich so 99 Cent. Ist gut. So, fang schon mal mit einer Holo an. Immerhin ist ein Anfang getan. Wie gesagt, wir haben ja noch anderthalb Tinboxen und sind schon sehr, sehr gut dabei. Schauen wir mal. Zwolok, ein Baldorfisch, Pokekind, Hopplo, einmal Pikachu, Fatality, it's Tea Time, Leute. Da kommt ja auch eine Box, ne? Zum Mortipod kommt auch eine Box. Ja, hab ich gesehen. Sollte auch am 1.5. kommen. Mushas, Kikalo und ein Servol, V. Sehr schön. Der nächste Ultra Raid. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal beide Tinboxen mit einem Hit bis jetzt gehabt, was sehr gut ist. Und die kostet auch bei uns 5,99. Das heißt, wir sind bei 9,15 €, die wir noch einspielen müssen. Oh, das kriege ich hin. Das kriegst du hin. Das kriege ich hin. Das kriegen wir hin. Du schon wieder versifft die Karte hier nehmen. Kann ja nicht wahr sein, Dennis. Das wäre so, als hätte einer so ein Edding hier so dran gehalten. Ja, das ist teilweise. Kickello, hopp. Pokécom 3.0, Picochella, Bonita, Warmball, Monhoplo. Noch ein Boldi. Noch ein Kikello. Und ein Gaunux. Nicht schlimm, weil wir haben ja unsere Holo und unseren Hit rausgeholt. Das heißt, wenn wir jetzt quasi dabei bleiben wollen, das darfst du aufmachen, dann müssen wir eine Holo und Dingens noch ziehen. Aber dann brauchen wir einen besseren Hit als jetzt nur die Regular V-Hits. Komm, Dennis, das schaffen wir. Zieh uns was raus hier. Oh Gott, hast du das gesehen? Ja. Diese Karten sind teilweise, ich will gar nicht wissen, wo die schon alles rumgeflogen sind, ne? Alolas Nobilikat. Oder? Ja, das definitiv, ey. Vor allem, die sind ja uralt, die Booster mittlerweile. Die sind jetzt von 2017, Habitat. Ne? Ja, ja. Imantis. Bubungus. Gewaya. Und! Ein Silvaro, nice. Oh, an die Karte kann ich mich auch noch erinnern. Die war mit der Fähigkeit Federfall. Einmal während deines Zuges kannst du zwei Schadensmarken auf einen Pokémon des Gegners anlegen. Als die GX-Karten damals rausgekommen waren, war das so ein Deck, wo man gedacht hat, so, yo, könnte man spielen. Ist eine schöne Karte. Wir haben die ganzen alten Karten jetzt für, ich glaube, 4,99 drin. Das heißt, die werden wir auch für den Preis reinstellen. Ich finde das Artwork ultra schön. Mega nice. Das heißt, wir müssen jetzt noch insgesamt 4,16 €. Das heißt, ein Hit und das ganze Ding wäre jetzt auf jeden Fall drin. Können wir das schaffen, Leute? Ja, das wäre. Hier, Arceus Dialga Palkia wäre doch mal eine Maßnahme, oder? So eine schöne Karte. Maho und Tracy, war die noch was wert? War die noch spielbar? Also sagen wir mal so, wir legen sie auf jeden Fall mal raus, das wäre eine spielbare Karte. Vibrava, ein gutes Onix, Weimar, Mebrana, Zipurze, Griffel, Lucadine in der Character Rare Form, da schaue ich mal gerade, wo die drin sind, und ein Trombok. Die Character Rares. Oh, ich finde es so schade, dass es die, wie gesagt, jetzt nur in dem Set gab und dann auch irgendwie nicht mehr, weil das sind echt schöne Karten. Also die Character Rare ist für 2,49 drin, ne? Das heißt,
1,67 Euro aus zwei Boostern. Dennis. Wobei, wir müssten es, wenn wir jetzt zum Beispiel die Codes einrechnen, hätten wir es schon geschafft, auf jeden Fall. Ja. Also, hau raus. Aber es ist ja Pay the Box, da werden die nur auf die Kartenpreise reduziert. Ja, wobei, nee, stopp. Es geht nicht nur um die Kartenpreise, es geht auch um die Tinboxen. Du Geiler. Wir haben die Tinboxen auch mitgenommen. Okay. Alles, was die Tinbox, alles, was in der verschweißten Hülle drin ist, okay. Darum geht's. Wir haben hier Pion Scorer, Kloptopus, Volley, Nymeon, Britzigel, noch ein Volley und Hampras. Komm, nein. Leute, kommt schon. Ein Pack haben wir noch. Wir haben noch der gute Lapras. Oh. Schaffen wir das? Ich mach mal den Stefanschen Packspalter. Ich weiß es nicht. Gönnen wir es schaffen. Wir haben auf jeden Fall den Hit und quasi Character Rush schon abgehakt. Ich weiß es nicht. Komm, Dennis. Ich weiß es nicht. Pokémon Fänger, Alpollo. Gib mir deine Energie. Vitalitätsband. Tempot. Mauzinger nochmal von mir aus für 1,99. Das wäre auch okay. Snomnom. Ein Chimpip. Schmetterhammer und. Ach, Relaxe. Leider nichts, aber wir würden, wenn wir jetzt den Bulk noch mitzählen, die Codes noch mitzählen, dann wären wir auf jeden Fall dabei. Und ja, aber ansonsten auch aus sammlerischem Aspekt eine Secret Rare, zwei Regular Hits, ein Character, eine Holo. Genau. Man hat noch die ganzen Promokarten. Ich finde es auf jeden Fall ganz nice. Also, ich finde, hat sich gelohnt. Definitiv. Und wenn ihr das auch so seht, Leute, Links zu den Tinboxes unten in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt, die noch mitzunehmen. Gudumahu und Tracy, die kommt jetzt auf den Bulk, beziehungsweise wahrscheinlich in Card Market rein. Wenn da mal wieder Turniere stattfinden würden, wäre das eine schöne Sache. Ansonsten, Leute, alles. Ja, bis Miss Mai ist erstmal alles gecancelt. Genau, wurde leider alles gecancelt, Leute. Die Pre-Releases werden wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Leider. Aber man kann leider nichts dran ändern. Dafür könnt ihr alles abchecken, was in der Beschreibung verlinkt ist. Wir bleiben, wie gesagt, weiterhin für euch da. Machen Videos, machen Produkte auf. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Nein. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Genau, wenn es wieder heißt, wir machen Booster auf. Ciao.